Bei BMW steht Qualität für gutes Handling. Souveräne Straßenlage. Hohe Geschwindigkeit. Und natürlich für ordentliche Bremsen. Qualität steht auch für gute Bodenhaftung und eine moderne Radaufhängung. Und für diejenigen, die Geschwindigkeit lieben, gibt es den BMW 1600 in der Ausführung TI. Das Fahrzeug, das damals in internationalen TV-Spots für die Qualitäten von BMW warb, ist heute unser Tracktest-Kandidat. Ein 68er BMW 1600 TI allerdings als Serientourenwagen. Optisch unterscheidet er sich nur sehr wenig von der Serienversion. Dass nur noch 32 Stück registriert sind, ist für Herrn Hafner nichts Besonderes. Er schätzt andere Qualitäten an seinem BMW. Für mich ist das Besondere an dem Auto, es ist 33 Jahre alt, also auch die Karosserie ist 33 Jahre alt und er hält noch ganz gut. Wir fahren zum Teil Europameisterschaftsläufe für historische Fahrzeuge. Er entspricht auch diesem sportlichen Reglement, das da zuständig ist dafür. Darum sieht er auch serienmäßig aus. Es ist ein Serientourenwagen mit wenig Modifikation. Der getunte Vierzylinder leistet 150 PS aus nur 1,6 Litern Hubraum. Ein Mix aus Tourenwagen und Serienfahrzeug bestimmt den Innenraum. Dabei sind die schönen Originaldetails von damals erhalten geblieben. Lediglich Hosenträgergurte, Käfig und Sportsitze wurden dem historischen Reglement entsprechend nachgerüstet. Bevor es auf den Tracktest geht, gönnt Arvid Hafner sich und seinem BMW erstmal eine kleine Aufwärmphase auf dem Slalomkurs. Mit verkürzten Stahlfedern und den dazu passenden Stoßdämpfern tänzelt das bayerische Team souverän um die Pylonen. Hier wird klar, Herr Hafner hat das Fahrzeug richtig im Griff. Die Freude auf den Tracktest zeigt der Kavalierstart. Auf dem Tracktest zeigen sich dann erst die Qualitäten des BMWs. Das Fahrwerk hält den Bayern sehr gut in der Spur. Auch die S-Kurve nimmt er gelassen. Das schnelle Herausbeschleunigen aus Kurven ist trotz des Heckantriebs gut kontrollierbar. Der Motor zieht mit steigender Drehzahl konstant an und gibt seine Kraft über eine kürzer übersetzte Hinterachse mit 40-prozentiger Differentialsperre ab. Das kurz zu schaltende Vierganggetriebe stammt aus der Serie und lässt keine Wünsche offen. Wer denkt, dass so ein historischer Serientourenwagen giftig und schwer zu beherrschen sei, der irrt. Der Grenzbereich ist groß und gibt viel Spielraum. Selbst ein übersteuerndes Heck ist durch geübtes Gegenlenken elegant einzufangen. Die beiden Bayern überraschen mit einer Rundenzeit von 20,25 Sekunden. Damit belegt der BMW auf dem historischen Tracktest Platz 2. Ordentlich. Denn hier war kein PS-Monster unterwegs. Der BMW 1600 Ti setzt vielmehr auf die ausgewogene Abstimmung von Leistung und Fahrwerk. Und auf die kann Herr Hafner im Konkurrenzkampf mit Porsche setzen, wenn er im Juni in Tschechien zur nächsten Rallye am Start steht.